geht es um dieses Boot. Letzten Samstag war Justus bei mir und wir sind von Tandemfahrrädern über Kanus zufälligerweise auf ein Motorboot im Internet gestoßen und haben uns dieses spontan angeschaut. Obwohl es ein Spontankauf war, sind wir im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Einige paar kleine Macken, sei es hinten an den Trimklappen, hat es ein paar Unstimmigkeiten. Es hat am Rumpf, sowohl auf dieser Seite als auch auf der anderen, ein paar kleine Macken. Es hat ein paar kleine Risse und es ist da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gefrickelt. Es hatte früher mal eine Wakeboard-Stange verbaut. Auch der Motor sieht sehr sauber aus. Dabei handelt es sich um einen 40 PS Zweizylinder-Zweitaktmotor und erreicht in der Kombination mit dieser Schiffsschraube ungefähr eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. An selbstgefrickelten Sachen gibt es noch ein Drehzahlmesser, der hier vom Vorbesitzer eingebaut worden ist. Der Bootshersteller selbst bezeichnet dieses Boot als Volksboot. Aufgrund der guten Handlichkeit. Das Boot ist echt leicht und klein genug, dass man super leicht slippen kann. Man kann es beliebig überall beachen und ist somit ein sehr vernünftiges Gesamtpaket und erinnert mich ein bisschen an VW Käfer. Der Rhein entspringt im idyllischen Thomasee im Kanton Graubünden. Er ist mit seinen 1230 Kilometern eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Für Sportboot-Enthusiasten kein ungefährlicher Ort. Mit einer mächtigen Strömungsgeschwindigkeit von 2,3 Kubikmetern pro Sekunde, Berufsschifffahrt, die weder bremsen noch ausweichen kann, und Treibholz in Größen, das uns bei voller Fahrt aus dem Boot schleudern würde. Ein Motorausfall wäre für uns fatal. Und wir haben weder großartige Erfahrung mit unserem Boot, noch haben wir Ahnung vom Fahren auf dem Rhein. Ja, gut. Alrighty, Digga. Jetzt müssen wir gucken, wo hier die Sandbank ist. Weiter rechts? Nee. Mach ein bisschen langsamer, damit der Motor nicht ganz so schief ist. Jetzt kommt gleich schon hier harte Strömung. Entweder einmal so oder direkt rein. Wir fahren direkt rein, ja? Wir halten uns rechts von dem großen Schiff, was da auf uns zukommt, ja? Ja. Strömung merkst du? Ja. Was für ein Angst? Ja, aber guck mal, meine Finger sind blutig und dreckig vom Motorrad. Wir haben uns hier jetzt einen kleinen Hafen gesucht. Mal schauen, ob wir hier irgendwo festmachen können. Erster Eindruck auf dem Rhein. Läuft. Boot oder? Fährt sehr gut. Ja. Sehr schnell. Anleger, Museum der deutschen Binnenschifffahrt. Okay, ich mach Motor aus. Ein bisschen hochtilten. Ja, ist gerastet. Ja. Ja, geil. Halleluja. Ja. Ist doch kalt. Ja, geil.